100 Jahre Familienunternehmen. 100 Jahre Maschinenbau made in Kronach. Das ist die Hans Weber Maschinenfabrik. Bereits die vierte Generation Weber leitet die Geschäfte der Firma aus Oberfranken. Angefangen hat alles 1922 mit einer Schleifmaschine für die Schiefertafelindustrie. Heute steht Weber für hochwertige Schleiftechnik, Robotik und Automation, Extrudertechnologie und additive Fertigung. Jede Weber-Maschine wurde in Deutschland entwickelt und gefertigt. Wir machen die Teile selber, wir fertigen alles selber, haben dadurch auch Eingriff oder Zugriff auf die Qualität der Teile und dementsprechend können wir die Qualität an den Endkunden weitergeben. Durch die Fertigungstoleranzen allgemein, die wir sehr gering halten, erlauben wir uns den Maschinenbau, den wir haben. Das heißt, eine drehende Rolle, die sehr fein gefertigt ist, sehr fein gewuchtet ist, auch das machen wir bei uns im Haus selber, zieht einen Maschinenbau nach sich, der keine stabilen Rahmen braucht in der Maschine oder keinen großen festen Rahmen braucht. Unser Maschinenbau ist sehr zugänglich für den Kunden. Und diesen Grundstock, den legen wir hier in diesen Hallen. Michael Silzer ist Vertriebsmitarbeiter für den Bereich Holzschleifmaschinen und hat vor 30 Jahren seine Ausbildung bei Weber begonnen. Seitdem ist er Teil des mittelständischen Familienunternehmens. Die Qualität, die wir an den Kunden weitergeben, ist auch die Qualität, die die Mitarbeiter haben. Wir sind alle in dieser Firma sehr lange oder sehr langjährige Mitarbeiter auf einem hohen Ausbildungsniveau, auf einem hohen Niveau, was unsere Arbeit angeht. Und da gründet sich auch unsere Philosophie draus. Das heißt, die Mitarbeiter, die in der Firma über lange Jahre hin beschäftigt sind, bilden den Grundstück für die Qualität. Und für mich selber bedeutet es, froh zu sein, in der Firma zu arbeiten, weil es ein guter Arbeitgeber ist, weil wirklich, ja, alles passt. Dass auch bei den Maschinen alles passt, beweisen die weltweit über 20.000 Weber-Maschinen im Einsatz. Auf über 46.000 Quadratmetern werden die Maschinen produziert. Hier werden unsere Tische gefertigt, das heißt die Transporttische, die das Teil durch die Maschine durchfördern, werden an der Fräsmaschine hinter uns gefertigt. Und hier wird auch der Grundstein für die Qualität der Maschine gelegt. Das heißt, wenn man sich das hier mal anschaut, wir haben hier einen unbehandelten Tisch, eine reine Schweißkonstruktion, eine reine Stahlplatte letztendlich, die auf einen Rahmen aufgeschweißt worden ist. Und diese Stahlplatte hat natürlich Toleranzen, die wir so an die Maschine nicht weitergeben können. Das heißt, so kannst du keine Qualität erwarten, die rauskommt. Das heißt, wenn wir uns den gefrästen Tisch hier mal anschauen, der gefräste Tisch hat Toleranzen, die sich im Zehntelbereich bewegen. Und aufgrund dieser Toleranzen macht es uns den Maschinenbau natürlich einfach, hier dann auch vernünftig auf dem Tisch aufzubauen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, je ebener die Fläche der Untergrund der Maschine ist, wo das Teil durch die Maschine durchgefördert wird, desto einfacher ist es natürlich auch Qualität aus der Maschine zu erwarten, dass er rauskommt. Für diese besondere Weber-Qualität sorgen über 500 Mitarbeiter an zwei Standorten in Kronach. Egal ob der Weber KSN oder der Weber KSF-Schleifautomat, beide Maschinentypen sind Experten für Holzschliff, Furnierschliff und Lackschliff. Neu im Portfolio ist der Effektschliff. So lassen sich zum Beispiel der patentierte Weber-Planetenkopf in wenigen Minuten zu einem vollwertigen Bürstaggregat zum Strukturieren bestücken oder die Schleifaggregate für einen Effektschliff der besonderen Art umstellen. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass haptische Oberflächen auf dem Markt immer mehr gefordert werden und uns Kunden auch direkt ansprechen, ob wir dahingehend auch schon neue Erfindungen haben. Und wir haben die letzten zwei Jahre wirklich intensiv uns damit beschäftigt, haptische Oberflächen zu erzeugen mit unseren Schleifmaschinen. Also da geht es jetzt nicht darum, eine möglichst glatte Oberfläche zu erzeugen, sondern eher im Gegenteil, richtige Strukturen in die Oberfläche zu schleifen. Und zwar haben wir uns auf drei Oberflächen spezialisiert. Und zwar einmal den standardmäßigen Strukturierungen, wie zum Beispiel Sägerau-Effekt, ein jedem bestimmt bekannt, oder auch verschiedene Strukturierungen, wo man weiche Jahrringe ausbürstet aus der Oberfläche. Und eben auch wirklich symmetrische Muster, wie hier zu sehen, wo man wirklich symmetrische Muster in die Oberfläche einschleift oder Wellen, Zickzackmuster in die Oberfläche schleifen kann.
Bei der Hans-Weber Maschinenfabrik findet ausschließlich eine auftragsbezogene Fertigung statt. Jede Maschine wird auf Kundenwunsch gebaut. In der Endmontage werden die Maschinen zusammengebaut, sowohl für den Handwerksbetrieb als auch für die Industrie. Wir legen unheimlich Wert darauf zu sagen, dass wir bei den Maschinen jetzt keine Unterscheidungen treffen. Natürlich ist sie von der Arbeitsbreite her wesentlich breiter als eine Standardmaschine von uns. Aber von den Komponenten, die verbaut werden, ist es eins zu eins dasselbe wie in der Zweibandmaschine, Vierbandmaschine oder Achtbandmaschine. Wir unterscheiden hier nicht die Qualität der Bauteile. Im Technikum am Standort Kronach werden Innovationen getestet, weitergedacht und schließlich zur Marktreife gebracht. Hier steht zum Beispiel auch die große Vorführ-Holzschleifmaschine. Am Anfang der Maschine befindet sich ein Kalibrieraggregat, ausgeführt mit einer Stahlkontaktwalze. Mit dem Aggregat kalibrieren wir Platten, Werkstücke auf Maß. Als nächstes Aggregat, die beiden Aggregate muss man zusammensehen, haben wir ein sogenanntes Querschleifaggregat und ein Breitband. Querschleifaggregat und Breitband zusammen ergeben den sogenannten Kreuzschliff. Den brauche ich wirklich, um eine vernünftige Oberfläche zu erzielen, die danach auch weiterbearbeitet werden kann. Kreuzschliff deswegen, dieses Aggregat läuft quer zur Vorschubrichtung. Das Breitbandaggregat läuft längs zur Vorschubrichtung und dadurch erzielt man eben diesen klassischen Kreuzschliff mit in dem Fall elektronisch gesteuerten Gliederdruckbälgen. Wir haben dann zusätzlich noch eine Strukturbürste in der Maschine verbaut. Diese Strukturbürste kann ausgeführt sein in Dynex, wie sie hier ist, kann aber genauso gut auch eine Drahtbürste sein, je nachdem, was das für eine Anwendung für die Maschine erfordert. Als nächstes Aggregat haben wir unseren Planetenkopf P2 genannt, der sehr einfach aus der Maschine für Wartungszwecke, für Werkzeugwechsel herausgezogen werden kann. Das heißt, als Werkzeug auf dem Planetenkopf sind Streifenbürsten verbaut. Die Weber Schleifmaschinen haben außerdem eine technisch feine Lösung für das oszillationsfreie Schleifen. Die Problematik beim Schleifen ist die. Begründet durch das Schleifband, das auf dem Aggregat läuft, hat man immer eine Oszillationsbewegung im Schleifband. Das heißt, du brauchst eine aktive Steuerung für das Schleifband, weil ansonsten würde es dir irgendwo in irgendeine Richtung würde es dir verlaufen. Das heißt, das Schleifband an sich, wenn das über drei Rollen läuft, hat immer den Zwang, in irgendeine Richtung zu verlaufen. Und dafür ist die Oszillationssteuerung in der Maschine, die das Band auf dem Aggregat hält und die ganze Zeit von rechts nach links oszillieren lässt. Im Umkehrschluss heißt es, wenn das Teil durch die Maschine durchgefördert wird und das Band in der Vorschubrichtung oszilliert, habe ich auf der Oberfläche habe ich immer Oszillationsspuren. Und diese Oszillationsspuren, gerade wenn das Band verschlissen ist oder wenn ich einen Kornausbruch habe oder irgendwas, machen mir die Fläche unrund, unruhig, die will ich nicht haben. Gerade bei lackierten Teilen, da sieht's, also ist wirklich schlimm, wenn du diese Oszillationsspuren drauf hast. Jetzt hat sich ungefähr vor 10 Jahren am Markt dieses oszillationsspurfreie Schleifen durchgesetzt. Das heißt, wir haben irgendwo ein Lamellenband. Beim Mitbewerber ist es so, dass dieses Lamellenband eben hier innen drin als innenlaufendes Lamellenband läuft. Bei uns ist es so, dass dieses Band hier unten als querlaufendes Band ausgeführt wird. Vom Prinzip her ist es so, wenn ich mir den Schnitt des einzelnen Kornes anschaue. Also ich habe ein Korn. Und durch diese Oszillationsbewegung bewegt sich das Korn logischerweise immer hin und her. Und den Schnitt, den dieses Korn macht, verursacht mir diese Oszillationsspur. Was wir jetzt machen oder was das System dieses oszillationsfreien Schleifens macht, ist Folgendes. Wir haben, egal ob das jetzt innen das innenlaufende Lamellenband ist oder hier dieses querlaufende Lamellenband, wie es der Name schon sagt, haben wir Lamellen. Und diese Lamellen unterbrechen den Schnitt. Das heißt, das Korn ist nicht mehr die ganze Zeit im Eingriff, sondern wird durch die Lamelle unterbrochen. Und dadurch habe ich viele kleine Schnitte, die zueinander versetzt sind. Und dadurch sehe ich diese Oszillationsspur nicht mehr. Und auch die Bedienung über ein Touch-Display ist selbsterklärend und benutzerfreundlich. Sämtliche Schleifparameter, die wichtig sind, können über dieses Touchpanel eingestellt werden. Die selbsterklärende Bedienung der Maschine. Wenn ich was verändern möchte, was einstellen möchte, ich gehe in das jeweilige Aggregat rein, betätige das auf dem Touchpanel, dann komme ich in die Einstellungen des Aggregats, indem ich anwählen kann, ob das Aggregat eingeschaltet ist, ausgeschaltet ist, die Ausblasungen, die Sonderfunktionen, wird wirklich alles über dieses Touchpanel gesteuert. Hier bei der Hans-Weber Maschinenfabrik sind auch die Vertriebler ausgebildete Fachleute und so zum Beispiel in der Lage, eine Maschine aufzustellen und in Betrieb zu nehmen. Die Qualität ist das Kaufargument für Weber Holzschleifmaschinen.
Das ist eine Gefühlssache. Das ist, wir merken das sehr, sobald wir Kunden bei uns im Werk haben und die wirklich mal sehen, was unsere Maschine imstande ist zu leisten. Unabhängig jetzt mal von der Eigenfertigung, die wir haben, was natürlich auch ein unheimlicher Punkt ist, um den Kunden klarzumachen, was wir sind, wer wir sind, was wir für einen Qualitätsanspruch auch haben. Aber letztendlich ist es immer das Ergebnis, das aus der Maschine hinten rauskommt. Und da ist es einfach so, wenn das erste Brett aus der Maschine rauskommt und der Kunde sieht es und nimmt es in die Hand und hält es dann und fühlt das Ergebnis, sieht das Ergebnis, dann haben wir eigentlich schon den ersten Schritt gemacht, ihm das klarzumachen, dass wir Weber sind und dass wir die Qualität aus der Maschine rausbringen, die für ihn von Vorteil ist, die er auch braucht. Die Hans-Weber Maschinenfabrik schafft die perfekte Kombination aus Tradition und Innovationskraft. Holzschleifmaschinen made in Kronach mit höchsten Ansprüchen an Qualität, Leistung und Effizienz.